Moin, moin, liebe YouTuber. Hi, willkommen auf meine Seite. Heute geht es mal um einen Drucker, Tintenstrahldrucker Epson IT 2821 mit WLAN zu koppeln. So, also es ist so, wenn ihr auch keinen Bock habt, ständig neue Patronen kaufen zu müssen, nach ein paar Mal drucken, die unendlich teuer sind und ihr echt keinen Nerv habt und ihr mehr als 200 Seiten irgendwie drucken müsst im Monat oder wie auch immer, oder noch mehr, ist ganz egal. Dann habe ich einen Geheimtipp für euch. Dieser Epson-Drucker, Eco-Tank heißen die Dinger. Die haben auch Tanks, guckt euch das mal an. Ja, also das sind richtige Tanks, die hier zu sehen sind und die halten echt extrem lange. Das glaubt kein Mensch, wie lange sowas hält hier. Bis zu 72 Kartuschen ersetzt so eine Flasche, ja. Ihr druckt dort bis zu 4500 Seiten. Das ist einfach irre, ja. Ich kann euch das Ding echt nur empfehlen. Meine Frau, die macht da hobbymäßig sehr viel, beim Roten Kreuz ist da engagiert. Und ist bei uns im Verein auch die zweite Vorsitzende und musste halt eben sehr viel drucken. Da fällt halt eine Menge an. Und das könnt ihr damit spielend viel, viel drucken könnt ihr damit. Ja, also die hat schon me megamäßig gedruckt und das sind hier immer noch die ersten Patronen, die dabei gewesen sind. Da sind ja immer, ist ja immer, sind immer welche dabei. Und das sind immer noch die ersten, die dabei sind. Ja, also wenn ihr hier das Ding aufmacht, dann seht ihr hier den Tank, ne? So eine Flasche wird da drauf gesteckt und dann wird das da eingefüllt. Das ist kein Clean und nichts, weil das funktioniert erst dann, wenn die Verbindung hundertprozentig ist. Da läuft nichts über, da kleckert nichts, überhaupt gar nichts. Ne? Das ist mega cool, so ein Drucker. Gut, die sind nicht ganz günstig, zugegeben. Aber egal. Ihr wisst, wenn ihr viel drucken müsst, dann ist das einfach die Lösung. Ne? Ihr könnt damit kopieren, ihr könnt damit scannen. Ihr könnt damit drucken, ja, das Ganze geht auf per WLAN. Ihr könnt einfach alles mit dem Teil machen, ja. Wir haben auch schon alles gemacht und es geht spielend einfach. Es ist echt total einfach. Ich weiß nicht, was ich euch hier noch zu sagen soll. Ihr wisst ja, meine Videos sind kurz und knapp und zügig und knackig, weil ich habe ja keine Lust immer zu diesem Ausgeschweife und dieses lange Gesabbel. So, deswegen, wie gesagt, wenn ihr viele Seiten drucken müsst, holt euch Epson, Tank, Drucker, egal welchen im Prinzip. Wie gesagt, sind nicht ganz günstig, zugegeben, aber pff, was soll's. Das Geld lohnt sich allemal, ja. Ihr bezahlt für so eine Vierer-Kartuschen-Set 36 € noch was, 10. So, da habt ihr aber vier Kartuschen. Und die Kartuschen sind groß. Ich zeige euch das mal kurz. So. So sehen die aus, so eine Flasche, ne? Das sind so hier, so Flaschen, so, zack, ja. Das sind so Flaschen und die halten ja, wie gesagt, eine Ewigkeit. Also Leute, macht's gut, vielen Dank fürs Reingucken, ciao!